Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder CSLcomputer.com und zwar mit dem CSL Sprint 5919 Ryzen 9, runtergesetzt um 700 Euro für 1999 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Kommen wir immer erst zu dem Bild. Das sieht soweit eigentlich ganz vernünftig aus. Es ist nicht sonderlich fake, das ist soweit schon okay. Man sieht jetzt auch keinen leuchtenden RAM oder so, selbst wenn er jetzt nicht drin wäre. Die Grafikkarte wird schon einigermaßen passen. Es ist natürlich irgendwo ja, schön bling bling und so, aber das ist schon in Ordnung, das passt soweit. Betriebssystem haben wir nicht mit dabei. Ihr könnt dann ganz normal Lizenzkey kaufen bei meinem Partner mit dem USB-Stick installieren. Als Prozessor bekommen wir einen AMD Ryzen 9 5900X. Der hat 12 Kerne und 24 Threads, eine TDP von 105 Watt und unterstützt offiziell DDR4 3200 MHz. Natürlich sind wir schon in der 7000er Serie, ganz klar, aber das ist immer noch ein Top-Prozessor zum Streamen, zum Rendern, zum Zocken, also ist überhaupt kein Problem mit dem Ding, ist ein Top-Prozessor, natürlich gibt es noch den 5950X und so weiter, ist aber alles ein bisschen preisgebunden. Es dauert natürlich auch eine Weile, bis die Hersteller jetzt so langsam auf diese 7000er Serie gehen, sofern sie die dann anbieten wollen, weil es gab ja auch ein paar Temperaturprobleme und so. Wer die Videos kennt, zum Beispiel von der Bauer oder Kreativecke, die waren jetzt nicht so pralle bei der 7000er Generation. Der hier ist allerdings in Ordnung. Und der kostet 377 Euro bei Mindfactory. Als Wasserkühlung bekommen wir eine Boostbox Liquid B240 Wasserkühlung. Das ist einfach nur eine umgelabelte Cooler Master. Eine 240er auf dem Ryzen 5900X geht schon. Solltet ihr natürlich mit dem Gedanken spielen, irgendwie damit dauerhaft zu rendern oder so, bräuchtet ihr schon eine 360er. Sagen wir jetzt mal, ihr wollt ein Video schneiden oder ihr wollt längere Zeit streamen und so und der Airflow ist vielleicht auch nicht so gegeben, sollte schon eine 360er sein. Aber wie gesagt, 240 geht noch. Ganz im Gegensatz wie zum Beispiel beim Ryzen 5800X. Der hat nämlich ein anderes Chip-Design, also das heißt, der hat dann anstatt zwei Chips nur einen und der muss diese ganze Hitze über den Heatspreader dann verteilen. Beim Ryzen 5900X hat er einfach zwei Dice und dementsprechend kann sich die Wärme besser verteilen. Es ist schon ausreichend, mir hätte eine 360er besser gefallen, aber so ist es jetzt halt. Und die kostet 74 Euro bei Neon24.de. Die Grafikkarte ist eine Asus GeForce RTX 3080 Asus TUF RTX 3080 O10G Gaming. Ihr wisst hier also ganz genau, was ihr bekommt. Ihr bekommt eine 3080 mit 10 GB, die Asus TUF hat auch ein gutes Kühldesign, FPS-Test dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Für WQAD und teilweise auch 4K-Gaming geeignet, kommt immer auf das Spiel an und auf die Einstellung, aber wie gesagt, über den FPS-Test könnt ihr dann sehen, welche Leistungsdaten ihr ungefähr erwarten könnt. Und die kostet 843,50 Euro bei eBay über den Asus eShop. Das Mainboard ist ein ASRock B550 Phantom Gaming 4. Das finde ich in der Preisklasse tatsächlich ein bisschen mager. Ich meine, das ist Full ATX, B550 Chipsatz, ja okay, X570 hätte mir besser gefallen. Zumal es da noch Boards gibt, die deutlich besser sind, zum Beispiel das Aorus Pro oder so von Gigabyte. Es fehlen unter anderem hier oben auch die Spannungswandlerkühler. Immerhin habt ihr vier RAM-Bänke, hier kommt die Grafikkarte rein, hier unten könnt ihr eine SSD verbauen. Hier könnt ihr zum Beispiel so eine kleine Wi-Fi-Karte einbauen, wenn ihr das möchtet. Hier unten kann noch eine SSD verbaut werden. Und hier habt ihr halt noch die Anschlüsse für zum Beispiel eine Capture Karte, eine WLAN-Karte oder ähnliches. Und was die Anschlüsse angeht, seht ihr selber. Wir haben Mikrofon, Kopfhörerlein, Innennetzwerkanschluss, 6x USB 3.0. Dann habt ihr hier noch einen HDMI-Port, den ihr sowieso nicht nutzen könnt, weil der Prozessor hat keine integrierte Grafikeinheit und einen PS2-Anschluss. Ist schon ziemlich mager. Natürlich funktioniert es. Natürlich könnt ihr auch dann noch erweitern, wie ich eben schon sagte, mit einer Capture-Card oder so, aber es gibt deutlich bessere Boards. Also das finde ich wirklich ein bisschen einer Preisklasse von 2000 Euro nicht so gut. Und das kostet auch nur 104 Euro bei Mindfactory. Der Arbeitsspeicher sind 32 GB DDR4 RAM Dual Channel 2x16, das ist ganz, ganz wichtig. 3600 MHz G-Skill Trident Z Neo RGB Series. 32 GB, 3600 MHz RGB Beleuchtung. Ich bin happy. Ist okay, wirklich guter RAM. Gut gewählt, auch in der Preisklasse 32 GB ist super, gerade wenn ihr streamen wollt oder so. Kann ich überhaupt nicht meckern. Klar, es ist nur CL18 RAM, es gibt auch CL16er, der wäre aber wieder deutlich teurer gewesen. Das ist aber trotzdem schon in Ordnung. Und der kostet 147,06 Euro bei Mindfactory. Die Festplatte ist eine 1000 GB M.2 PCI Express SSD Kingston NV2. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 3500 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 2100 MB die Sekunde. Die ist in Ordnung. Es hätte auch eine langsamere sein können, aber bei 2000 Euro ist man schon happy, wenn es drin ist. 1 TB
Terabyte ist ein bisschen mager. Ihr kommt damit erstmal klar, müsst ihr selber wissen. Ihr könnt es auch umkonfigurieren. Schmeißt euch 2 Terabyte rein, wenn ihr viele große Spiele habt. Unter anderem zum Beispiel Far Cry oder Ark oder so. Die fressen schon eine Menge Speicher. Würde ich mir dann überlegen. Wenn ihr natürlich sagt, ihr wollt nur, weiß ich nicht, 1-2 große Spiele, dann noch ein bisschen Valorant und Overwatch spielen und deinstalliert die nach dem Spielen sowieso wieder, ja gut, dann ist es egal. Und die kostet 70 Euro bei Mindfactory. Das Gehäuse ist ein Boostbox Helios 500G Schwarz RGB-Beleuchtung mit Steuerung. Das ist nichts anderes wie das Epcon Core Helios H500G Sync. Ist genau das gleiche Case. Haben sie auch nur umgelabelt. Genauso wie die Wasserkühlung. Scheint soweit okay zu sein. Die Lüftungsschlitze hier sind relativ groß. Ihr kriegt schon die Luffys mit dabei. 2x200mm in der Front RGB beleuchtet und 1x120mm hinten. Hinten im Heck. Das ist soweit okay. Es gibt natürlich deutlich bessere Cases. Hier ist jetzt derzeit auch kein Angebot verfügbar. Wir setzen für das Case ca. 100 Euro an. Ich zeige euch auch gleich warum. Das Netzteil ist ein 850 Watt Be Quiet Straight Power 11. Das hat 5 Jahre Garantie, ist 80 plus Platinum zertifiziert und vollmodular. Also sehr effizientes Netzteil. Sehr, sehr gut mit der Modularität. Die Kabel, die nicht benötigt werden, kriegt ihr dann einfach im Karton mitgeliefert. Dann fliegen nicht so viele im Gehäuse rum. Das ist wirklich ein gutes Netzteil. Qualitativ völlig in Ordnung. Und 850 Watt reichen natürlich bei einer 3080 und 5900X locker aus. Ihr könnt hinterher sogar noch ein bisschen was Besseres draufpacken, zum Beispiel eine 3090 Ti oder so, wenn ihr das möchtet. Das geht schon. Und das kostet 152,98 Euro bei Mindfactory. Ansonsten WLAN und so weiter ist nicht mit dabei. 24 Monate Herstellergarantie. Ja gut, das sind halt 2 Jahre, wie jeder andere das auch macht. Pickup und Return bieten die, glaube ich, in dem Fall nicht an. Ich habe auch gerade nochmal nachgeschaut. Also wenn ihr noch den deutschlandweiten Abholservice dabei haben wollt, kostet das 14,90 Euro. Ansonsten müsst ihr es selber zur Post bringen oder eben warten, bis der Postbote bei euch vor der Tür steht, euch irgendwas bringt. Der ist dann nämlich irgendwo gezwungen, das mitzunehmen, sofern er den Platz in seinem Karren hat. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard. Und jetzt kommen wir zu dem Thema Gehäuse. Ist natürlich kein Angebot. Wenn wir uns das H300G angucken, was vom gleichen Hersteller ist, kostet das ca. 110 Euro. Ich setze jetzt einfach mal 100 Euro an. Ich denke, das ist fair. Ich kenne auch diese Gehäuse leider nicht. Ich habe die noch nie in der Hand gehabt. Aber ich denke, 100 Euro für einen Case in der Preisklasse schon in Ordnung. Dann haben wir hier noch die Wasserkühlung, die natürlich auch von denen umgelabelt worden ist. Und das Netzteil. Und da landen wir bei einem Gesamtpreis von 1768,54 Euro plus die 100 Euro. Also 1868 Euro, sagen wir jetzt mal. Und das System kostet knapp 2000 Euro. Das ist okay. Die UVP war halt 2,7. Keine Ahnung, wann diese UVP war und wann das runtergesetzt worden ist. Preislich gesehen, wie gesagt, ist es okay. Was mich ein bisschen stört an dieser ganzen Konfiguration, ist einfach das Mainboard. Ansonsten ist es okay. 32 GB RAM, 3600 MHz, eine 3080, ein 5900X ist ein Top-System. Aber das Board macht mir ein bisschen Bauchschmerzen. Da solltet ihr vielleicht hier im Konfigurator irgendwas anderes nehmen. Ihr könnt natürlich alles umstellen, dadurch wird es wieder teurer. Aber so wie es jetzt dasteht, ist es nicht zu teuer. Und wenn ihr jetzt ein anderes Board nehmt und dann, sage ich mal, gegenüber Geizhals und CSL vielleicht 40 Euro noch dazwischen liegen, dann ist das noch okay. Das kann man schon machen. Es ist aber kein super Sonderangebot. Die verkaufen das hier natürlich hier Sale und 700 Euro reduziert. Ja, das mag sein, aber ihr kriegt diese PCs quasi immer für das Geld. Sei es Dubaro oder Krotos oder sonst wo. Also von daher. Was wir jetzt natürlich nicht mitberechnet haben, war hier Warhammer 40.000 Darktide und Uncharted. Jetzt habe ich es gerade weggeklickt, weil ich ein Profi bin. Egal, die beiden Spiele haben wir jetzt nicht mit da reingenommen. Natürlich könntet ihr die Spiele jetzt nochmal berechnen mit 40 bis 70 Euro. Keine Ahnung, was die kosten. Aber das kriegt ihr halt allgemein auch so bei anderen Herstellern mit dabei. Zum Beispiel, wenn ihr viele AMD-Produkte oder was weiß ich, Intel oder Nvidia so habt, dann legen diese Spiele einfach dabei. Ne? Aber alles in allem, gutes System, wechselt das Mainboard und dann könnte man schon damit leben, ist auf jeden Fall nicht zu teuer. Das wäre es dann auch schon wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.